So, und damit habt ihr schon einmal einen Einblick gewonnen, wie schlimm es hier um unsere Kolonie steht. Und damit einmal willkommen zurück zu Colony Survival. Ja, mit mir, euer Hamla Hamla. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ich habe meinen Turm ein bisschen erhöht. Wir gucken mal. Da habe ich so einen Turm in der Mitte drauf gebaut, damit wir auch sehen, was auch um uns herum passiert. Ich habe den Encoder geändert. Und das sah bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Also ich hoffe jetzt, dass die... Hört mich doch nicht. Geh sterben, bitte. So. Ja, und hoffe natürlich, dass dadurch die Aufnahme ein bisschen schöner ist. Das lasse ich hier noch so stehen. Das könnte ich später nochmal gebrauchen im Aufbau. Genauso, was es auch hier mit betrifft. Warte mal. So. So, ja. So, und ja. Oh, guck mal, Dickside. Upgrade. Hier, von 20 auf 40.000 Blöcke. Ah, jetzt können wir richtig arbeiten. Damit wir auch ein bisschen was geschissen kriegen hier. Und ja. Ach ja, stimmt. Wasser. Stimmt, ich war ja gerade dabei, dass wir gucken gehen. Weil ich werde diese... Wir machen hier bei den Bogenschützen Ärger. Besetze alle Jobs. Warte mal. So. Hoppala. So. Genau. Ich wollte jetzt einmal zur Wasserquelle gucken gehen. Und das Wasser bewegt sich nicht. Das ist auch so ein kleines Problem. Deswegen muss ich da jetzt auch gerade einmal hier runter. Mal einmal gucken, dass die Zombies hier einfach mal abhauen. So, einfach nochmal alle Jobs besetzen. So. Ja, hoffentlich hauen die Zombies endlich dadurch aus der Ecke da ab. Bin ich die? Doch, ich bin die, die leuchtet. Ich mache jetzt einfach hier mal zu und dann gucken wir, dass wir wieder zurückkommen. Oh. Wow, da habe ich gerade einen Treffer abgekriegt. Machen wir hier richtig Party hier bald mal. So, das beides mal weg und weiter geht's. Ich glaube, ich kämpfe gerade gegen Winken und Beil. Weil ich mich hier sicherheitshalber was ist das denn hier? Ach so. Ach so. Hä, warte mal. Da.
Ist hier längs. So, und da muss ich mich einmal hinbuddeln. Weil hier drin ja noch Fackeln, weil da ja hinten noch Fackeln platziert sind. Da will ich sie von den Fackeln hinzukommen. Ist ein schlichtweg unmögliches Unterfangen. Ja, das war klar. Das ist das Überleben, da hinzukommen. Deswegen dachte ich, ich muss an die Fackeln da hinten rankommen. Das wird sich ein bisschen als Spiech erweisen, wenn ich hier nicht hinkomme. Also, es war klar, dass ich von hier aus nicht rankomme. Das Holz packt mal zurück. Gib mir dafür lieber Steine. Steine sind nämlich besser. Ich überlebe das nicht bis dahin hin. Das ist mein Problem. Da kommen so viele Zombies. Ich könnte mich ansonsten versuchen, mit Essen gegenzuarbeiten. Und selbst da muss ich Glück haben. Gehen wir mal essen und... Verdammt. Okay, ich war zumindest schon da gewesen. Ich habe da meinen Fortschritt. Oh, das ist doof. Ah, ich sag ja, das sind... Moment. Ach, wo will ich denn hin? Hier, ich muss hier nach unten. Zack. Hier nach unten. Zack. Let's go. Oh Mann. Oh. Warte mal, habe ich jetzt Wasser? Ja, Wasser ist auch, also Wasserteilen ist erlaubt. Oh, was ich mal machen werde. Wir brauchen ja noch ein paar Landwirte im Bereich der, ja, der Bärensammler. So. Davon können sie schon Bärenmiet, also Mahlzeiten einfach mal unendlich herstellen. Das ist gar kein Problem. Das ist sogar eigentlich völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja. Gut. Versuch Nummer 2. Ja, 3. Oder ich hole mich so einfach. Ja, das Problem ist einfach, dass sie so ein bisschen unten spawnen können. Ich sehe hier das Wasser da hinten nicht, das ist mein Problem. Das
Das ist ja schon ein Geräusch. Habt ihr es gehört? Hm. Na gut, war ja wohl anscheinend doch nur Einbildung. Ich kann das Wasser immer noch nicht sehen. Dass man nicht so blöd platziert. Ja, jetzt ist es an. Gut, es läuft. Hm. Oh, jetzt läuft das Wasser. Jetzt warten wir einfach, bis es zu uns kommt. So. Ja, ich weiß, ich streite gerade ein bisschen, aber das hat leider seine Absicht. So, jetzt warten wir kurz, bis das Wasser hier ankommt. Was ist denn da los? Da kommt es. Da ist es, unser gutes Wasser. Oh, mal nicht so erstrahlen hier, ne? Da haben wir unser Wasser. Egal. Und damit können die Zombies da unten jetzt machen, was sie wollen. Die können gar nicht ertrinken. Leider. Hä? Ich komme da gar nicht hoch. So, jetzt komme ich rüber. Zack, zack. Okay, little bit merkwürdig. Warum? Keine Ahnung. Auch noch mal ein paar Stufen. Da. So, damit hätten wir. So, wie viele haben wir? Genau, was ich jetzt mal machen würde, ich will erstmal ein. Ein Fischer? Oder ne, ein Pfennigfischer, den packen wir hier hin. Ein Fischer und... und ein Wasserträger. No. Und ich frage mich, was ist da oben los? Stimme ich ja immer andauernd, Leute. Bärensander, hä? So. Reicht. Kann ich immer andauernd hier alle meine Kolonisten töten? Das geht ja nicht. Oh, ich gehe mal wieder nach unten. Mal gucken, wie schnell die im Thema Wasser sammeln sind. Also die Jobs sind definitiv da. Nur die Kolonisten fehlen. Oh, da kommt der Fischer. Der Fischer fischt. Und der Wassersammler sammelt Wasser. Natürlich, das ist auch sein Name. So.
Ja, die brauchen natürlich länger, ne? Okay, so. Pass mal auf, dann bringe ich nämlich die Wassersammler. Ach, Quatsch. So. Deswegen brauchen die da definitiv kein Ding dazu sammeln. So, und haben wir schon ein paar Fische? Doch, hier. 40 Fische, 40 rohe Fische. Super. Und ich glaube, wir brauchen noch... wir brauchen mehr Schmieden. Ich glaube, wir kommen nämlich mit der Pfeileproduktion nämlich gar nicht mehr hinterher. Das muss ich noch so ein bisschen aufstocken. Da. Alle Jobs besetzen. So, let it go. Mal die Schmieden hier, wie, was das Zeug hält. Und hier ihr Produzenten. Erhöhen wir mal auf 10.000. Priorität sollte mal hochsetzen dabei. So, Steingeschoss kann die Priorität auf ein Ding setzen. Auf 0. Das werden wir nicht mehr brauchen. Nee, wieder. Feuerholz könnte man auf 1000 setzen. So. Brotkiste zum Speichern oder Verschenken. Kolonisten nutzen diese Kisten nicht. Genau, was haben wir hier? Putz brauchen wir auch nicht. Putz, das Steinziegel und Gips. Machen sie Putz. Ja, komm, kannst mal 1000 Putz erstellen, aber was auch bitte, das wir nicht immer mal brauchen. Ach so, hier kann man Brot zu Kiste und Kiste zu Brot machen. Der geht der Bretter dem Ziegel. Ja. Okay. So, hoffen wir jetzt, dass wir damit das ein bisschen ausgleichen können. So, Thema ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, damit haben wir jetzt auch Kolonisten, die für uns, ja, Wasser holen. Wortwörtlich. Ich glaube, wir haben auch genug Wasser, ne? Guck mal, die können kein Brot herstellen, weil Mehl wahrscheinlich fehlt, ne? Ja, Mehl. Okay. Das heißt, wir haben 3 Jobs frei. Dann können wir auch gleich 3 Mühlensteine platzieren. So. Hoppala. So, jetzt. Das kannst du auch 1000 herstellen. Genau wie Brot. So. Und damit sollten sie dann wahrscheinlich auch die Chance haben, auch nicht hinterher zu kommen. So, da werde ich jetzt den Zombies, die jetzt da hinten noch sind, habe ich... Weiß nicht, habe ich die jetzt freigelassen oder habe ich das nicht? Ja. Okay, we go again. die haben mich ja weggeschleudert. Wortwörtlich. Okay, nochmal. So, da bin ich durchgekommen. Und one more. Zeit. Weil da unten ist halt da drin, ist ja so ein Spawnpunkt für die Zombies. Wir haben natürlich keine Lust, dass sie sich da ist, da drin jetzt dumm und dämlich sammeln, ne? So.
Jetzt können sie auch raus. So. Ach, siehste. Damit haben wir jetzt Wasser. Produzieren ist auch ein bisschen mehr Brot, sollten wir zumindest. Ja, Wet Meat, genau. Ja, produzieren ist natürlich auch wieder sehr gut Wasser. Da bin ich besonders froh darüber. Oh, verdammt. Nochmal, weil das so lustig war. Ja, und somit würde ich sagen, nimmt die Invasion weiter seinen Lauf, ne? Und würde sagen, Leute, ja, das war's mit der Folge. Wir haben endlich die Wasserversorgung für einen Fischer hingekriegt, der uns fleißig ein paar Fische bringt. Oh, und Hummer. Oh, Hummer. Was wir damit wohl Schönes zaubern können. Ich bin gespannt. Das werden wir dann mal gucken, was wir in der nächsten Folge mit dem Kram anstellen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Hamla Hamla. Ciao, Leute. Natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Oh.